gonna be a good night. Tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good, good night. Das erste Geheimnis in Musik, das wir in Unternehmen gut verwenden können, ist einander zuhören. Unsere Charaktere sind sehr unterschiedlich. Und das Nette ist, all diese verschiedenen Charaktere brauchen wir halt für erfolgreiches Teamwork. Genauso wie wir sehr verschiedene Instrumenten brauchen. Good night. Tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Da müssen wir erstmal anfangen, was macht dann der Robbie Williams, was macht dann diese Beethoven eigentlich? Die fangen erstmal an zuzuhören. Die fangen erstmal an zuzuhören in ihrem Umfeld. Was passiert da alles? Um da alles, sag mal, einzusäugen und dann zu denken, wie kann ich das umsetzen in ein Lied, in eine Symphonie, die Leute begeistert. In dem Moment, dass wir so viel Vertrauen ineinander haben, dann können wir das dritte Geheimnis, das heißt zusammen spielen. Als Kind haben wir doch gespielt, oder? Dann ist es sehr wichtig, dass in dem Moment, dass man auch tatsächlich zuhört, deine Kunden, was sagen die, was möchten die? Wie möchten die, dass du dein Publikum begeistert? Aber dann geht es darum, und das machen all die Musiker, erstmal sich selber gut anzuhören. Was für Instrument bin ich eigentlich? Wie klinge ich? Was für Musikart liebe ich? 'Cause I've got the feeling. Whoa, yeah. Normalerweise ist man zwei oder drei von diesen Instrumente. Das können wir entdecken, wir können da noch so ein paar von diesen Ziffern bei sind, und dann entsteht da eine Skala von 0 bis 30. Und jetzt ist mir meine Frage, als ich mich selber Punkte geben könnte, und ich könnte bis von 0 bis 30, also 0 ist sehr wenig, 30 sehr viel, welche zwei oder drei Instrumente würde ich mir selber mehr als 20 Punkte geben? Welche sind tatsächlich sehr charakteristisch für mich? Tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good night. Als Speaker muss ich das ganz genau wissen. Was sind meine Instrumenten? Wie bringe ich das rüber? Was ist meine Musikwahl? Welche Musikart liebe ich? Wo ist Herzblut drin? Aber natürlich muss ich auch abstimmen auf mein Publikum. Ich muss abstimmen auf die Leute, sonst kann ich nie mit die zusammenspielen. I feel good. You know that I would now. Yeah. So good. So good. 'Cause I got you. Man schleppt sich in einem Spiegel und sieht sich selber im Spiegel beim Rasieren. Und man sieht das Gesicht im Spiegel und denkt, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Und das ist das Schöne, wenn wir da ein Spiel wieder draus machen. Ein Spiel daraus machen, um einander Feedback zu geben, anderen zu helfen, besser zu werden, sich weiterzuentwickeln, dann müssen wir das Konzept von helfenden Armen. Wenn wir das schaffen, dann passiert etwas ganz Besonderes. Dann können wir tatsächlich zusammen spielen. Das heißt, dass ich auch mich selber ab und zu verletzlich zeige. Das heißt, dass ich auch die Talenten von meinen Teammitgliedern anerkenne und die auch benutze. Come on, 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 come on.